Okay, das war mehr als 2 Sekunden. Das ist das Tutorial, verdammt nochmal. Wir werden gleich den König töten. Okay. Wir sind der Übeltäter. Wir sind an einer Zeitschleife gefangen oder irgend sowas. Gleich kommen links noch diese grünen doofen Dinger, wo man hochspringen muss. Genau da. Sie haben sogar vergessen, das Tutorial-Ding rauszunehmen. So. Oh, ein Hühnchen. Zing. Zing. Tagebucheintrag. 25. Heute beschreibt den Rest der Ewigkeit. Ich wusste nie, was für Schätze hier in dem Schloss waren. Nur, dass es die Heilung von dem König war. Wer hätte gedacht, dass es ein Altar der ewigen Jugend ist? Das haben wir doch schon vorgelesen. Das war aber 23 und nicht 25. Oh, okay, es geht weiter. Als ich nun runterblicke auf den Körper des Königs, entdecke ich etwas, das nicht ausweichbar ist. Kinder werden ewig für die Sünden ihrer Väter büßen müssen. Ich habe dieses Schloss betreten als ein Schwertkämpfer, ein Retter. Aber alles, was ich habe, ist eines Diebes Legendenschaft. Ich kann deinen Zorn fühlen, aber wisse, dass es nicht ich war, der deine Familie in Ruin getrieben hat. In dem Moment, als der König Fuß in dieses Schloss gesetzt hat, wurden die königlichen Schatzkammern von Charon geleert. Meine Familie, alle Familien haben alle Hoffnung auf ein besseres Leben verloren. Und in meinem geistigen Auge kann ich nur Verelendung und Armut sehen, die die Lande heimsuchen. Es gab nichts für mich, außer zurückzugehen, wo ich hin zurückgehen könnte. An meine Kinder, meine Kindeskinder und 102 Level an Kindeskindern. Hier sitze ich impassiv. Passiv ist schon, egal. Impassiv, unsterblich und dich erwartend. Johannes. Zing. Oh, okay. Oh oh. Du siehst cooler aus als wir. Du bist kleiner. Warum wünschst du mich zu kämpfen? Wie viele Söhne und Töchter sind verloren gegangen in deinem vergeblichen Versuch auf Rache? Ich war der König, der unser Land in den Ruin getrieben hat. Ah nein, es war der König, der unser Land in Ruin getrieben hat, nicht ich. Er hat uns angelogen. Er sagt, er war voll verwundet. Aber es war nur Zeit, die ihn verwundet hat oder mit Brot hat. Er hat seine Kinder gegeneinander aufgehetzt, hat alles geopfert für seine selbstlosen Wünsche und hat uns am Ende allein gelassen und arm. Also habe ich die einzige Option genommen, die ich gesehen habe. Ich habe den König verraten und das Land oder zurückgestoßen, nicht akzeptiert. Und habe eine neue Familie stattdessen gewählt. Johannes, stirb! Ach du! Oh oh. Ich kann fliegen, du nicht. Oh, du hast auch Messer, okay. Du kannst aber irgendwie alles und ich kann nur eine Sache. Und habe jetzt keinen Mana mehr. Oh. Whee. Aber das sieht richtig gut aus. Ich denke mal, das schaffen wir. Vor allem, weil dann seine eigenen Messer läuft. Kritisch. Und das Vor- und Zurückspiel klappt ganz gut bei dem. Zing. Dann komm schon. Oh, 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 oh. Hey, du bist jetzt plötzlich ein Assassine. Du hast so eine komische Dampfwolke hinter dir. Aber egal, du bist gleich tot. Warum ist da so ein Sprungfeld? Au. Zing. Und erst um Level 93. Okay, ist auch ein bisschen unfair.
Wir hätten echt nicht länger warten sollen. Oh, quietsch. Quietsch. Oh, Axt. Ah, flieh. Und zwei Schläge noch. Au. Okay. Fünf Schläge noch. Ha. Kaputt. Oh. Warum liegen da Heiltränke? Du denkst, du hast mich besiegt? Ich habe für über 1000 Jahre gelebt und ich werde für weitere 10.000 mehr leben. Spricht gerade der Brunnen? Alexander Kidia Ponce de Leon. Nein, Pomme de Terre. Jetzt kommen die ganzen Endbosse nochmal. Ich war nicht der erste Held, der die Fontäne hier erreicht hat. Aber ich werde der letzte sein. Oh oh. Oh oh. Die Fontäne. Also ja, da springen wohl eher, aber... Viel zu meinen Hühnchen. Ach du gute Güte. Mhm. Okay, wo kommt ihr? Da kommt ihr. Der geht eigentlich. Und der ist nur 21, das ist auf jeden Fall fair. So, wo kommt ihr? Da kommt ihr. Oh, er kommt zu nah. Wow, wow. Das war neu. Ah, was zur Hölle? Hilfe. Okay. Was machst du jetzt? Nochmal mehr Schwerter. Oh, jetzt kommen die Wattestäbchen von unten, okay. Au. Oh, Wattestäbchen von unten. Nein, Schwerter von der Seite. Und kaputt. Ah. Aber sehr viel Geld haben wir. Wir wissen jetzt ungefähr, wie der Boss funktioniert. Und das waren richtig viele Gegner. So. Also ja, wir wissen, wie er funktioniert. Das heißt, wir können ihn jetzt erlegen. Also eigentlich könnten wir noch 20 Level grinden, damit wir auf derselben Stufe sind wie er. Das wäre immer noch fair, aber gucken wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall einen Helden mit... Oh, er bewegt sich schneller. Kann nicht zurückgeschubst werden. Ich glaube, ich nehme sie. Kann nicht zurückgeschmissen werden und sonst nichts Besonderes. Ja, okay. So, 23.000. Was wollen wir erhöhen? Neues Schwert oder so haben wir nicht bekommen. Rüstung müssen wir auf jeden Fall so ändern, dass sie auf den Bosskampf auch wirklich passt. Aber das hatten wir, glaube ich, vorher schon. Das hier könnten wir noch einmal erhöhen, damit wir volle Lebenspunkte haben, wenn wir den Johannes umgebracht haben. Aber das sind nur 1%. Das bringt nicht so viel. Lieber mehr Rüstung. Ja, mehr Rüstung kostet nur 1500. Die anderen Sachen sind schon ein bisschen happig, ja. Kritischer Schaden könnte man erhöhen, aber nee. Also Rüstung. Rüstung. Runterschlag, nee, komm. Angriffskraft, Angriffskraft, Angriffskraft. Das wird teuer. Aber es bringt viel. Wir dürften dann richtig viel Schaden machen. So, 1300. Mana ab. So. Also, Schwert ist gut, Helm ist gut, Rüstung ist gut, ihr seid gut, Blutcape brauchen wir nicht, das Ding, der ist gut. Nö, hier gibt's nichts. Aber, ja, mir ist es eingefallen, wir können die ganzen Blutsaug-Dinger rausschmeißen. Die brauchen wir gar nicht mehr. Dashen sollten wir wahrscheinlich behalten. Aber hier, Blut und Mana wieder erlangen, brauchen wir nicht. Dafür hätten wir lieber gerne
Doppelsprung oder schneller laufen? Schneller laufen war für mich bisher immer echt ein Problem. Aber ich glaube, bei dem Boss können wir das echt gebrauchen. Oh, müssen wir erst freischalten? Okay, Problem. Das wird bei den anderen Sachen ähnlich sein, ha? Huh? Ja, ist alles nicht freigeschaltet. Damage Return to Enemy, Fliegen ist nicht freigeschaltet, ist alles nicht freigeschaltet. Wir können springen. Springen ist freigeschaltet. Also können wir jetzt springen, springen, springen und fliegen. Springen, 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 fliegen. Das ist besser als gar nichts. Weiß nicht. Fliegen wäre echt cool. Also wenn wir in jedem Dingens entweder Fliegen oder Retaliation das hier drin hätten. Damit wenn wir Schaden nehmen, der Gegner auch Schaden nimmt. Na gut, hilft nichts. Ich probiere es jetzt einmal, ihn so umzubringen mit diesem Dreifachsprung-Flieg-Kombi-Dingens. Und wenn das dann nicht klappt, dann gehen wir noch einmal auf große Beutetour. Holen uns dann die Fliegerunen und machen es dann nochmal. So. Hallo, Johannes. Jo, 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 jo. So, und ich werde diesmal auch kein... Ah doch, ich werde Mana verbrauchen, aber nicht alles. Jo. Oh. So, das muss reichen an Mana. Dann kriegen wir dreimal Mana... Hey. Wo war das nicht geplant? Dem lag. Wow. Hey. Ist die jetzt stärker geworden oder mache ich irgendwas falsch? Der ist irgendwie schneller. Hm? Oh. So. Weg, 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 weg. Aha. Zack. Gleich kaputt, sehr schön. Nicht so viel messern. Genau, einfach mal in den Nahkampf kommen. Feigling. Feigling. Hey, du bist tot, genau. So, vier Hühnchen. Schon besser. Ich glaube, vorher waren es nur drei. Jo, 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 jo. Und hallo, Bösewicht. Die Fontäne. Oh. Mist. Was machst du jetzt? Du machst diese komischen Dinger. Ja, das ist praktisch, aber trotzdem haben wir schon viel zu viele Lebenspunkte verloren. Au. Au, au. So, jetzt kommen die von unten. Ne, die von der Seite. Na, ist machbar, aber schwierig. Quietsch. Okay. Oh. Ah, ah. Sehr schön. Oh. Zwei Treffer nur noch oder so. Oh, oh, oh. Oh. Oh, sehr schön. Au, wo kommt ihr denn jetzt schon wieder alle her? Au. Nee, oh, oh, und kaputt.